Eine Demokratie braucht Bürgerinnen und Bürger, die politisch handeln. Das ist unstrittig. Kontrovers wird aber die Frage behandelt, wie viele aktiv handelnde Bürgerinnen und Bürger eine Demokratie benötigt und ob es Grenzen der Partizipation geben sollte. Manche Politikwissenschaftler argumentieren, dass die direkte politische Mitwirkung aller Bürgerinnen und Bürger außerhalb von kleineren sozialen Einheiten schnell an Grenzen stößt. Sie sei schlicht nicht organisierbar. Neben dem pragmatischen Argument hängt die Antwort auf diese Frage aber auch vom Demokratieverständnis und vom Menschenbild ab. Die Politikdidaktikerin Kerstin Pohl arbeitet zwei unterschiedliche Grundannahmen zum Demokratieverständnis heraus, die konträre Positionen zur Bedeutung politischen Handelns in der Demokratiebildung begründen. Sie unterscheidet dabei zwischen Vertretern der repräsentativen und der partizipativen Demokratie. Vereinfacht gesagt, gehen die Vertreter einer repräsentativen Demokratie davon aus, dass die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger weder über das notwendige Interesse noch über die notwendigen Kompetenzen verfügen, die Politik jederzeit aktiv und hinreichend problembewusst mitzubestimmen. Ein demokratisches System, in dem sich nur die wirklich interessierten und kompetenten Bürgerinnen und Bürger als Repräsentanten in Parteien, Verbänden und Vereinen engagieren, erscheint vor diesem Hintergrund ideal. Die Vertreter einer repräsentativen Demokratie erwarten von den gewählten politischen Repräsentanten rationalere und effektivere Entscheidungen als von den Normalbürgern. Für diese reichten die regelmäßig stattfindenden Wahlen als ein probates Mittel politischer Partizipation aus. Die Vertreter einer partizipativen Demokratie argumentieren, dass möglichst viele Bürgerinnen und Bürger Politik, Gesellschaft und Wirtschaft an möglichst vielen Stellen aktiv gestalten sollten. Partizipation in dieser Perspektive hat nicht nur eine Funktionslogik für das politische System. Vielmehr wird Partizipation als ein menschlicher Selbstbestimmungs- und Selbstverwirklichungsmodus verstanden. Bestehende Mitwirkungsmöglichkeiten seien deshalb beständig auszubauen, zum Beispiel durch den verstärkten Einsatz von Bürgerforen und Volksentscheiden. Diese demokratietheoretischen Grundannahmen bedingen auch, welche Bedeutung der Partizipation und dem politischen Handeln innerhalb der politischen Bildung zugeschrieben werden. Der Politikdidaktiker Joachim Detjen hat in diesem Kontext unterschiedliche Bürgerleitbilder als Bildungsziele unterschieden. Reflektierte Zuschauerinnen und Zuschauer informieren sich regelmäßig über Politik und sind in der Lage, rational begründete Wahlentscheidungen zu treffen. Interventionsfähige Bürgerinnen und Bürger hingegen engagieren sich darüber hinaus punktuell in der Politik, immer dann, wenn ihre eigenen Interessen besonders betroffen sind. Schließlich Aktivbürgerinnen engagieren sich dauerhaft und Politik ist ein wesentlicher Bestandteil ihres Lebens. Der Politikdidaktiker Wolfgang Sander betont, dass Schülerinnen und Schüler kein idealtypisches Bürgerleitbild vorgegeben werden dürfe. In der Demokratie gäbe es eine Vielzahl an legitimen Bürgerrollen, die demnach auch in Bildungsprozessen eine Rolle spielen müssten. Die Schule sollte Jugendliche darin unterstützen, ihre je eigene Bürgerrolle zu finden. Das heißt aber letztlich, dass Schülerinnen und Schüler dazu befähigt werden sollten, je nach Bedarf und Interesse alle Bürgerrollen auszufüllen. Welche Kompetenzen sind dabei zu fördern? Als reflektierte Zuschauerinnen und Zuschauer benötigen Schülerinnen und Schüler vor allem Wissen über politische Gegenstände. Sie müssen die politischen Institutionen und die demokratischen Verfahren kennen, sowie den politischen Prozess rational beurteilen können. Auf dieser Grundlage gelangen sie zu einer Wahlentscheidung. Als interventionsfähige Bürgerinnen und Bürger benötigen Schülerinnen und Schüler ein Handwerkzeug, das es ihnen ermöglicht, sich punktuell und jederzeit über das Mindestmaß hinaus zu engagieren. Das zivilgesellschaftliche Engagement bedarf kommunikativer, strategischer und partizipativer Kompetenzen. Als Aktivbürgerinnen und Aktivbürger schließlich benötigen Schülerinnen und Schüler eine hohe Motivation, ein starkes Interesse und dauerhaft viel Zeit und Energie für politisches Engagement. Bürgerschaftliches Engagement wird zu einem selbstverständlichen Bestandteil des Alltags. Politikdidaktisch umstritten ist auch die Frage, inwieweit schon im Unterricht reales
politisches Handeln erprobt werden sollte oder ob nur die Kompetenzen dazu vermittelt werden sollten. Einerseits wird argumentiert, dass das politische Handwerk im realen politischen Leben in Parteien, Verbänden oder Initiativen gelernt wird, während sich die Schule auf die kognitiven Voraussetzungen dafür beschränken sollte. Realpolitisches Handeln könne nicht in der Schule erprobt werden. Die Schule sollte demnach kein Ort direkter politischer Aktion sein, erklärt beispielsweise Joachim Detjen. Er argumentiert mit dem didaktischen Prinzip des Überwältigungsverbots. Die Freiheit mündiger Bürgerinnen und Bürger impliziere auch das Nichthandeln. Die Schule dürfe nicht zur Aktion animieren. Andere Politikdidaktiker argumentieren, dass auch die Partizipation in Handlungsprozessen gelernt werden müsse. Politische Bildung müsse deshalb politische Aktion anregen und reflektierend begleiten, erklärt beispielsweise Benedikt Wittmeier. Zudem würden die Lernenden dabei erfahren, dass sie durch ihr Handeln die Politik beeinflussen. Diese demokratische Selbstwirksamkeitserfahrung könne weitere Lernanlässe und politische Partizipation zur Folge haben. Jedoch sollte, so Frank Nonnenmacher, die politische Aktion immer in Wissens- und Sachkontexte eingebunden sein. Das politische Handeln grundsätzlich freiwillig sein und bestenfalls eine demokratische Öffentlichkeit hergestellt werden.